Nachdem Morlocks Angriffe abgewehrt wurden, folgten Mario und seine Freunde den Floro und Sapiens in den Untergrund. Befand sich ihr Versteck etwa in der Nähe? Es ist dunkel und eng, wer hat mich getreten? Entschuldige, mein Fehler. Unsere Helden folgten dem Gang und lauschten dabei dem Echo ihrer Stimmen. Während sie sich vorantasteten, wurde das Licht am Ende des Tunnels heller. Sie waren endlich im Innersten der Floro-Höhlen angekommen. Die entführten Klipulaner mussten sich irgendwo in der Nähe befinden. Damit willkommen zurück bei Super Paper Mario in 5-3 Klipulaner in der Dunkelheit. Ja. Also nicht irgendwie ein Text hier noch. Dauert sich lang, sind wir schon direkt im Geschehen. Die Musik ist eigentlich recht in Ordnung hier. Also mir gefällt's. Willkommen live aus der grässlichen Dunkelheit, die die Floro Sapiens zu Hause nehmen. Kein Klipulaner hat jemals zuvor seinen Fuß in diese Höhle gesetzt und ist danach wieder lebend an die Oberfläche entwichen. Manche sind jedoch zu höheren Berufen. Euer Klipstein gehört zu dieser Gruppe. Klipstein ho! In die Floro Sapiens Höhle des Grounds, ein Klipstein-Abenteuer. Nein, Sekunde mal, das kommt bei den Lander ja nicht so gut an. Klipstein ho! Gefahr und Verzug Karl Klipstein gegen die geklebte Floro-Mumie. Die Zielgruppe, das von Mark Klipulana, sind ziemlich unbeständig. Entschuldige bitte, guter Mann. Klipstein ho! Plötzlich aus den Nebeln der Höhle kräht man auf den Geifern der Kreaturen. Sitzen die Höhle vorausgekommen, zu einer ihrer Mahlzeiten zu verarbeiten? Bleiben sie dran, es geht nach einer kleinen Werbeunterbrechung weiter. Gott, alles im Kasten, was wollt ihr Trottel denn? Was macht ihr überhaupt hier? Ja, ihr seid auf der Suche nach einem Schatz, der ein reines Herz genommen wird. Spektakulär, wunderbar, das ist Fügung, sage ich euch. Freut mich, um die Abenteurer zu treffen. Ach was, ich bin hellauf begeistert. Auch mal, ihr könnt mich Karl nennen. Ich kann euch helfen, denn ich bin der nächste Forscher und Entdecker weit und breit. Ihr kennt mich vielleicht aus der Sendung Karl Klipstein. Ich gebe mal vor, entführt worden zu sein. Ich stehe hier undercover. Leider sind die Idioten meines Teams verschollen. Völlig unprofessionell. Nur eine Sekunde habe ich nicht aufgepasst und schon waren sie verschwunden. Das Schlimmste ist, dass sie den Schlüssel haben, der den Zugang zu tieferen Ebenen dieser Höhle ermöglicht. Bruder, wenn du mein Team siehst, sag ihnen ja, dass ich hier ungeduldig warte. Ich, das personifizierte Abenteuer, danke dir dafür. Wenn wir sie treffen, sicher. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Dann machen wir das. Letzten Tag haben wir auch den Pixel bekommen, der uns gerade begleitet. Immer wieder dritte Dimension wechseln. Es kann immer sein, dass wir irgendwas übersehen. Hier ist wohl die Tür, wo wir den Schlüssel von Karl brauchen. Der Akku ist jetzt schon seit Beginn des Let's Plays also knapp, aber doch komme ich durch. Mit Knüppel können wir das auch ganz gut machen, oder hieß er Knüppel? Ja. Dimensionen kämpfen. Alter, willst du mich verarschen? Da geht doch. Ja moin, wer ist das denn? So greift er uns an. Diese Klipulaner wurden von den Floro Sapiens einer Gehirnwäsche unterzogen. Maximal KP 10 und Angriff 1, sie greifen jeden Eindringling sofort an. Sie sind nicht wirklich stark, aber wenn du sie stammst, leidet dein Punktestand. Und fehlt sie ungewöhnlich in der Mine auf der Suche nach Edelstein für König Krokus. Tatsächlich, minus 100 Punkte, wenn wir sie besiegen. Das heißt, denen sollten wir aus dem Weg gehen.
Aber wenn die eine Gehirnwäsche haben, hat es irgendwas mit Astasia zu tun? Zumindest liegt die Vermutung nahe. Ist übrigens einer meiner Hassorte im Spiel. Die Musik ist in Ordnung, ein bisschen mysteriös. Finde ich schon ganz geil, aber. Nun ja, ey! Der Ort allgemein spricht mir jetzt nicht so an, eine Mine. Aber die Linie ist so ein bisschen gelb-gold, weil man schwarze Wunden der Höhle nicht so gut erkennt. Gibt's wohl nicht mehr. Geld können wir wieder gebrauchen. Das schaffe ich nicht mehr, scheiße. Habe ich wohl verkackt. Egal. Ich kann leider Knüppel nicht in der Luft einsetzen. Oh, hier kommen wir weiter. Oh, warte, was ist denn hier oben? Oh. Ja, bringt's jetzt nicht so. Hier drüben auch nichts. Na dann, gehen wir weiter. Schließlich zwei Leute zu suchen. Mit dem Wagen fahren? Ja, komm, warum nicht? Ich glaube, hier musste man auch irgendwo die Dimension wechseln. Und ja, ich kann hier unendlich hier in der Dimension bleiben, also. Warum eigentlich nicht? Da finde ich sicher auch einen schönen Moment fürs Thumbnail. Das mit dem Minenwagen kann auch sein, dass es erst später kam. Weil hier kann ich jetzt nichts feststellen. Ja. Müssen wir noch tiefer in die Höhle dringen. Alter, der lebt ja noch. Ich dachte, der wäre schon RIP. Den Pilz will ich haben. So. Oh. Sind ja noch mehr. Mega Spring. In 3D kann man aber eher den aus dem Weg gehen, finde ich jetzt. Hier ist der erste. Hey, du nicht ferngesteuert, du vom Fertigungszentrum in der Mordsmann wird Karl dort hinbringen, vielleicht macht Blatt auf Kopf ihn ruhiger. Du bist Teil von Karls Kamerateam, oder? Er wartet auf euch. Du kennst Filmemacher. Da ist ihre Aufgaben. Ja, das ist ihre Aufgaben. Sagt Watzmann, warte hier, aber eine Sekunde später. Er hat schon vergessen. Eine Arbeit manchmal schlimm. Danke, Watzmann, wieder zurückgeht. Immer den ersten schon mal. Geht's denn hier weiter? Da müssen wir wieder zurücklaufen. Kann ich mir kaum vorstellen. Das sieht so aus.
Hier drüben ist auch nichts. Ja, dann gehen wir nochmal zurück. Bleibt wohl nichts anderes übrig. Vielleicht hat er ja den Schlüssel. Aber diesmal 2D. Nur wie sieht es denn hier in 3D aus, wenn man andersrum fährt? Nun ja. Lassen wir das. Und jetzt so weit, bis wir hier nichts entdecken. Ja, die Karte haben wir zumindest schon mal. Karten geht, denke ich, auch gut voran. Zwar ein bisschen langsam, aber ich weiß von ein paar Karten, wo man sehr viel auf einmal bekommt, aber das ist eine heftige Belohnung. Dafür muss man natürlich auch was Heftiges tun und da sind wir noch nicht dazu in der Lage. Daher müssten wir uns vorher noch richtig vorbereiten und dann können wir uns auch den größeren Herausforderungen stellen. Es ist eine Methode, mit der man KP farmen kann und also KP-Angriff farmen kann. Damit sollten wir gut durchkommen. Ist hier vielleicht unten was? Die Glocke deuten diese darauf hin. Aus seiner Seite eine Blockade sein muss, sein soll, dass man hier eher runterfällt. Okay, dann so. Ja, moin, was ist denn das für ein Block? Das kann auch nicht sein. Da war doch irgendwas mit dem Felsen, da kann ich mich dran erinnern. Tatsächlich. Ist hier vielleicht das zweite Mitglied? Nein. Oh, Geld. Oh Junge. Geht's denn jetzt zu Karl zurück hier? Hä? Ich glaube, ich weiß, wieso ich den Teil des Spiels nicht mochte. Ich bin gerade gar nicht zurecht. Tatsächlich, hier kann man abbiegen. Okay. Wusste ich doch, dass man irgendwo das gebraucht hat. Dann hätten wir wohl doch den richtigen Weg. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das nächste Kapitel chillig wird. Holen wir uns wieder Knüppel her. Wir werden auch sicher wieder irgendwo, ja genau, die Dinger sein hier. Ja, hier ist tatsächlich auch einer. Obwohl hier unten gar nichts ist. Ey! Was hast du denn in der Dimension? Hast du nichts verloren? Immer dritte Dimension abchecken. Ist aber zu wichtig, wenn man keine Secrets verpassen will. Aber Geld kann man sich ja auch. Oh, haben wir ihn schon. Boah, wo zum Clip hierher kommt. Im Ernst, wer hier seid, oder? Ist Teil von Karls Team, oder? Er sucht nach dir. Ja, und du weißt, wo Filmemacher ist. Und da ist also dann gewonnen, für jetzt zurückgeht. Aber du andere Clip und Lana mit Blatt auf Kopf gesehen.
Florosapiens verwendeten Blatt, um Gehirn von Klebulada zu kontrollieren. Sie dich sehen, sie sofort angreifen, also Vorsicht da, bis Kleb. Ist hier eventuell ein Rückblick, wo der lang geht? Nein, oh doch. Im Prinzip schon, aber es bringt uns nicht leicht zu kommen. Dann suchen wir den Weg schnell noch. Level Up kommt auch schon nah. Das könnten wir im nächsten Kapitel erreichen. Diesen gehe ich jetzt irgendwie nicht mehr davon aus. Aber wo bringt uns denn die Röhre hin? Ach, fahren wir gleich nochmal mit dem Wagen. Ah, Junge, jedes Mal den Dreck hier reinziehen. Einfach nur damit wir noch sehen, was in der Röhre ist. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht im Hintergrund bin, nur weil ich da gerade eben schon war. Sehr schön. Jetzt sind wir ganz normal bei der Röhre. 3D sehe ich nichts. Er sagt, dass mich die zurückbringt. Ey, das ist eine Falle. Ja, da will ich lieber nicht hin. Da gibt es jetzt noch einen Weg und ich hoffe, dass es dann auch das Ende schon war. Weil wir machen... Der Teil macht mir einfach keinen Spaß im Spiel. Muss ich aber so sagen, es ist natürlich schön, dass es eine Gebirgswelt gibt, aber ist einfach für mich nicht ansprechend, auch wenn sie sich sehr von den anderen unterscheidet. Ach komm, Alter. Willst du auch mal? Ja, jetzt verpisst du dich, ne? Ach komm her! Verwöhnen wir ihn erstmal. Komm her! Jetzt ist er verwirrt, jetzt können wir ihn eine reinhauen. Da! Ah. So was du verdienst. Davon werden wir eh nicht so viele brauchen, verwenden wir gleich zwei. Wir haben eh ein paar. Er ist vermutlich feuerresistent. Ja. Müssen wir nur Kasu. Dann haben wir es schon. Wenn die verschlossene Tür sind, dann sollten wir auch relativ nah dran sein. Verschlossene Tür sollte uns eigentlich hier schon irgendwo erwarten. Hier links vielleicht gleich? Ja. Na dann. Immer glaube ich auch das Kapitel komplett erkundet. Was wir durch am Mond noch vorne nähern, mein Team wieder zu trauen. Für Ryuba blieb jedoch keine Zeit, denn wir mussten unseren vierten Bruder finden. Während die Gefahr uns im Nacken saß, gingen wir tiefer in die verbotene Höhle. Dazu verwendeten wir den Schlüssel für die letzte ungeöffnete Tür. Also, du hast doch den Schlüssel, oder? Ich nehme ihn besser an mich. Was, du klebst mir recht nie Schlüssel an. Oh, wirklich? Ja, was, Schlüssel? Ja, du genialen Schlüssel, sag jetzt bitte nicht, dass du ihn auch nicht hast. Hatte Schlüssel, aber dann. Also hast du ihn, gut, gut, gib ihn mir schnell. Hatte, ja, heißt nein. Du hast ihn verloren? Irgendein tragischer Fehler seines Teams gab Klipstein Karriere ruinieren? Nein, Gott, Klipstein sagt ihnen, ihr verliert ihn sowieso, also behalte ich ihn. Klipstein hat Schlüssel, oder? Absurd.
Ja, das war ja nichts, der Beweis in meiner Hauttasche finden lassen. Klebstein, oh, ein Wunder, wie noch mal gibt auch der verschwundene Schlüssel wieder auf. Diese Hölle übersteigt kryptomanisches Verständnisvermögen, ein Wunder. Und so ein Zufall. Er vergisst, ja genau, war in seiner Tasche. Die Chance entklebt. Und wir haben ja alle zum Gelingen der Suche ein bisschen beigetragen, irgendwie. Jetzt weiter, wir müssen zwar jetzt noch nicht geöffnet und durchgestimmt. Stimmen meiner Forschung und das tun sie immer, passt dieser Schlüssel in die Tür. Hinter der Tür liegt vielleicht eine Falle, die uns alle erwischt. Lieber Boss, du willst die Tür öffnen, egal was hinter ihr liegen könnte. Sehr gut und so mutig. Wolltest du ja eigentlich selbst öffnen, und dadurch du darauf stehst? Nicht, dass ich Angst hätte, dieser Gedanke ist absolut fast schon lachhaft. Das Abenteuer ist mir schon klar, wie viel der Weg nach dir. Jetzt Höhenschlüssel, öffne deine Tür in den Flurhöhlen. Wir gehen zuerst mal runter, folgt nur, sobald ihr bereit seid. Wir sehen uns. Dann. Wie sind wir bereit? Naja, kamen wir bisher echt ganz gut durchs Game durch, würde ich sagen. Was ist denn jetzt schon wieder hier? Fällt auch gerade rein ein, dass es in Kapitel 7 irgendwas gibt, wo man zurück nach Blipstadt muss, um sich eine Waffe zu holen, mit der man sich einen Kampf vereinfacht. Aber ich glaube, da kommen wir auch ohne durch und das habe ich mir fast gedacht, dass wir Knüppel brauchen. Ja, braucht nicht wirklich, aber es ist halt ein Stern da. Wir hatten unsere drei Helden bisher schon gesehen, damit deswegen. Ganz egal sein, wen ich jetzt damit nutze. Ich habe den Stern halt gerade nicht gesehen. Kommen wir hier vielleicht noch aufs Level ab und da baue ich wieder Knüppel für eine Tür. Tatsächlich Angriff um 1 gestiegen, sehr schön. Baue ich schon wieder Knüppel. Oh, jetzt war nur ein Fake, da müssen wir da drüben lang. Ich aber auch in 3D mal wieder abchecken, ob hier nicht irgendwas ist. Und hier ist ein Gegner. Dann geht's hier dann. Weiter in den Klippulanern aus dem Weg gehen. Mal damit das Kapitel durch. Sieht so aus. Dann 23 Minuten, völlig in Ordnung. Mein Kapitel abzuschließen im nächsten Part. Geht's dann zum Finale von Kapitel 4. F5, 5, 4. Sehen und ciao.